Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu 7 Days. Ja, und ich habe einen Eingang gefunden. Man kann sich nämlich hier, seht ihr, einfach an der Seite durchschieben. Kleiner Spaß am Rande. Ich war mal kurz so frei. Hoppla. Weil das kann es ja nicht sein hier. Das kann es ja nicht sein. Dass der Händler gewisse Tage in der Woche, ich meine, gut, wenn der so sein soll, dann müsst ihr mir Bescheid sagen. Aber ich sehe das einfach als Bug gerade. Und einen Bug umgehe ich gerne. What do you need? What do you need? Einiges, mein Freund, einiges. Iron Gloves oder ein Hunting Rifle auf 3. Ich habe ein Hunting Rifle auf 2, kann mir ein 3er herstellen. Die Iron Gloves, die ich nehme, die kann ich verkaufen. Ja, Admin Options, okay. Never mind. Habe ich noch irgendwas zum Vertickern hier drin, was weniger bringt? Habe ich ein Hunting Rifle? Habe ich. Ah, okay. Dann versuchen wir unser Glück. Zeig mal, was du hast. Wie gesagt, die habe ich gerade bekommen. Wenn ich nicht irre, habe ich die auch im Bike als Fünfer liegen, also verkaufe ich diese Dreier jetzt hier. Ja, Kleinvieh macht halt auch Mist, ne? So, will ich die jetzt auch noch loswerden? Ich mein, ich habe einen Hunting Rifle zu einen Sniper Rifle zu Hause. Da waren sogar noch Schuss drin. Ja, gut. Passt schon. Time to move on. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch was vertickern könnte. Wir nehmen die beiden nochmal mit. Vielleicht bin ich sogar noch. Vielleicht kann ich sogar einen Hunting Rifle verkaufen. Nee, dann aber das hier. Dadurch, dass ich die kleinen nicht repariere. Nee, okay. Das ging noch, ja. Das ging Well, noch. it's about Okay. time you bought Alles gut. something. So, dann haben wir hier noch 3 Hunting Rifle liegen. Und dann passt das. Was mache ich damit? Nehmen wir erstmal mit, ne? Zeig mal, was hast. Restock Tag 34. Das heißt, der müsste heute Restock gehabt haben. Ja, ist okay. Dann. Hopfenseed. Stahl kann ich mir mittlerweile selber herstellen, deshalb brauche ich die nicht kaufen. Cooling Mesh. Hitzeresistenz. That's enough chit-chat Ich for me glaube, ich habe today. nichts am Mann, wo ich das noch einsetzen kann. Da sind nur 2 Slots drin und hier ist nur ein Slot drin. Also ich finde, diese fertigen Mods müssten mehr kosten. Weil wenn man die noch herstellt, hat man Materialaufwand. Und man muss halt noch diese Schematik haben. Und wenn man sich die Schematik kauft, um es herzustellen. Ja, gut, so Semi habe ich schon. Habe ich es auch gerade schon verbaut in meiner. Klebstoff auf jeden Fall, mein Freund. Und ich würde sogar das Öl mitnehmen. Es sind nur 8. Kostet aber 960. Mal gucken. Gunpowder. Gunpowder nehme ich auf jeden Fall mit. Da muss ich nicht drüber nachdenken. Das hier sind 72. Ja, okay. Nehmen wir mit. Macht den Braten nicht fett. Hätte jetzt so auf einen Beaker gehofft. Aber naja, fand's halt nicht hinter. Steck's halt nicht hinter, ne? 43 Schuss nehmen wir mit. Und wie sieht das hier aus? Da sind dann nochmal 1000 runter. Das gucken wir uns gleich an. Aber ich glaube, ich kann eigentlich alles, was wir jetzt hier haben. Ja, doch, kann ich. Nehme ich die noch mit.
78 davon. Die lassen wir da. Und dann hatten wir hier noch den... was war das denn hier noch? Das Öl. Hitzeresistenz 5. Ne, ich glaube, die brauche ich irgendwann nicht mehr. Irgendwann. Hitze habe ich ja. Ich bräuchte ja noch Kälteresistenz. Hopfenseed brauche ich nicht für Bier. Bier ist nicht mehr so effektiv, also können wir es uns auch sparen. Are we done ja, here? Aber ansonsten Admin Options. Mal kurz gucken. Restock Inventory, Restock Quests. Das sieht jetzt hund aus. Machen wir es aber nicht. So, was haben wir hier für eine Quest? Tier 2. Clear Zombies 2,2 Kilometer. Also Tier 1 ist eine relativ leichte. Ist auch die, die am nahesten dran ist. I don't trust you. Well, I'll be goddamn. So, wo ist meine Quest? Bist du gekillt? Quest. Zwölf Uhr. Zwei Komma drei Kilometer. Ja, nicht um 12 Uhr. Nicht mehr heute, Leute. Oh Mann, es hat sich gerannt. Ich würde ganz gerne erstmal den ganzen Mist hier nach Hause bringen. Bevor wir da noch irgendwas machen. Aber wir haben ja gut was geschafft und ich glaube, wenn ich nicht irre, hatte ich hier alles rausgeholt, ne? Ja, hier war alles leer. Das heißt, ich hätte wirklich nur noch die Waffen hier. Zum Verkaufen. Dann passt das schon. So, na? Komm, brav zumachen hier. Wir wollen ja nicht, dass hier ein Zombie reinkommt, wenn er aus mal die Pforten nachts offen ist, mein Freund. Kann ja alles sein. So, und ich glaube, hier oben war auch alles raus, wenn ich mich nicht irre. Was ich jetzt hier gerade noch gesehen habe, ist ein... Okay, der ist auch funktional. Wusste ich gar nicht mehr, dass der funktional war. So. So. Sieht. Und hier kommt die halt auch wieder... Warte mal, war das jetzt G? Nein. Das war nicht G. Das war... H. H allein reicht aber nicht. Für God-Mode, dann muss ich das so machen. Weil ich mache den God-Mode lieber an. Man weiß ja nie. Wenn man irgendwo feststeckt und auf einmal buggt das rum, das muss ja nicht sein. So. Debug-Mode off. So, passt das besser. Gut, das kommt da noch mit rein, meine Lieben. Dann haben wir das auch. Die Pfeile kann ich eigentlich direkt in die Tonne kloppen. Brauchen wir nicht mehr. Könnte mir hier aus jetzt direkt Duct Tape machen. Dann hätte ich noch einen Platz frei, aber ich glaube, das lassen wir mal besser. Ja, hat auf jeden Fall einiges gebracht. Hier, Iron Gloves. Das sind die, die wir gerade bekommen haben. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, schwenke ich mal auf den Heimweg ein. Das war doch mein Heimweg da, ne? Ja, das ist mein Heimweg. Ist doof? Ach da. Dahinter. Oh Mann, ja, ich bin... War grad doof. So. Erstmal nach Hause heute noch. Weil einmal da umgucken, wie es da aussieht. Und dann den ganzen Loot da abladen. Und dann können wir mal überlegen, ob wir morgen am nächsten Tag oder schon nachts vielleicht sogar schon dann mal rüberfahren. Zur nächsten Quest. Weil die triggert mich ja schon jetzt, ne?
Ist es eine Leicht-Quest? Ist es eine Tier-1-Quest? Wo ich nur Zombies töten muss, was eigentlich kein Problem mehr ist auf meiner Stufe mittlerweile. Ah, was? Moment. Aha, was ist das denn? Charakter, Map, Skills, Quest, Journal. Ach cool. Man kann die Taste fürs Inventar lange halten, dann passiert einem genau das, was ich gerade gemacht habe. Und dadurch, dass die Taste bei mir halt auf der Maustaste liegt, bin ich da gerade mal etwas dran gekommen, als ich mich umgucken wollte, aber naja. Ja, so lernt man, ne? Durch dummen Zufall. Schön. Wieder was gelernt heute. Wusste ich noch gar nicht. Dieses Menü. Ja gut, okay, man fährt halt nicht mehr dann, ne? In dem Moment. Man rollt nur noch aus. Yay. Und gleich sind wir wieder zu Hause. Endlich wieder gewohnte Umgebung. Aber auch immer noch keinen zweiten Beaker. Es geht mir so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen auf die Nerven, aber ich meine, es ist halt herausfordernd, ne? Weil du hast halt nicht unendlich Munitionsreserven so in dem Moment. Du musst halt gucken. Die letzte Horde ging noch. Was jetzt mit der nächsten Horde passiert, wissen wir noch nicht. Wo fahre ich denn gerade hin? Trautesheim? So. Da sind wir zu Hause. Zur Sicherheit. Guck mal, was da liegt. Ich krieg einen Föhn, ey. So. An. Das ist die Händlerkiste. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Geld. Das ist schon mal nicht schlecht. Da haben wir auch wieder 4000 Stück. Wollte ich denn hier von irgendwas... Ja, nicht wirklich. So, was haben wir hier? Das war... Da waren die Dinger alle drin, ne? Und der Militärzeug. So, ein bisschen davon. 60 Gunpowder hätten wir ja auch schon wieder. Schon wieder. In Anführungsstrichen schon. So, da haben wir jetzt einen 50 Schuss von. Da haben wir auch ein bisschen was von. Das ist auch wieder etwas erhöht. Das ist auch in Ordnung. Naja, passt. Ich glaube, dass die hier ja voller ist als die da. Und ich glaube, dass ich die alle nicht geleert habe. Die ist leerer als die, aber die ist voller als die. Okay. 4 Magnums. Alle in einer scheiß Qualität. Ich. Das ist echt manchmal zum Bürgen, ne? Ich habe auch noch Wasser mitgenommen. Wo habe ich das denn her? Ach, aus dem einen Einkaufswagen, den ich ja gemacht habe. Ich erinnere mich dran. So, Wasser, Eier, Gammelfleisch. Steak nur bis 100, müssen wir auch mal langsam verarbeiten hier. Was muss rein? Eisen muss jetzt nicht unbedingt rein. Eher das hier. Komm, dann machen wir erst das Blei. Dann holen wir die hier direkt mal raus und verpacken die hier direkt da rein. Dann haben wir das auch. Steine hatte ich jetzt nirgendwo mehr welche, glaube ich. Na, hier war auf jeden Fall noch fertiger Concrete Mix. Habe ich das Licht noch an? Oh ja, ich habe das Licht noch an. Sorry dafür. So, und der Cobblestone-Drizzle, der könnte eigentlich auch direkt eingeschmolzen werden, weil den Cobblestone-Drizzle brauche ich auch nicht mehr.
Machen wir das anders. Machen wir das so. Machen wir hier eine Reihe Concrete Mix hin. Reparieren. Und voll machen. Leere Gläser haben wir auch wieder en masse. So, jetzt haben wir für die Horde auf jeden Fall noch genügend Schuss dabei. Ich würde sogar hingehen und nochmal kurz hiervon ein paar wegpacken. Kleinvieh halt, aber es macht halt auch Mist. Die Stahlschaufel, die brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Habe ich hier noch einen als Ersatz rumfliegen? Jetzt habe ich einen als Ersatz rumfliegen, wobei ich würde erst für die Stahlschaufel. Komm. Ah nee, komm. Nee. Komm, keine Gefangenen machen hier. Stahlschaufel als Ersatz. Dann brauchen wir die Eisenschaufel nicht mehr. Tricksen wir mal ganz kurz wieder. Danke. Ist die auch weg. So, und dann machen wir mal ein Repair-Kit, lassen wir drin und... Ach komm, wir können auch zwei Repair-Kits mal drin lassen, ne? Machen wir nochmal voll. 73 haben wir gebraucht für den Weg. Ah, 250 ungefähr. Ist in Ordnung. Wollte ich zusammen einmal springen, zusammen setzen. Das hat nicht ganz geklappt. So, hier ist mir natürlich jetzt Reis. Also klar. Fleisch. Fleisch haben wir wieder en masse jetzt. Vielleicht mal direkt Bacon und Eggs machen. 7 Stück kriegen wir raus. Reicht immer noch nicht ganz. Dann habe ich den Schnee jetzt komplett raus. 92 dreckige Wasser. Die können wir immer noch umdingsen. Umwandeln, meine ich damit. So, dann haben wir hier das für Getränke. Hier ist ja noch was für Essen. Kaffee habe ich wieder mit. Also ich glaube, Kaffee brauchen wir keinen mehr organisieren. Ach ja, ich erinnere mich dran. Ich wollte die Kiste auch nochmal aufräumen. Irgendwann nachts, wenn wir dann mal hier sind, könnten wir das mal machen. Hatte ich schon mal gesagt, ne? Mhm. So, warte mal. Gehen wir erstmal hier ran. Da ist das Fett noch drin. Da ist das noch mit drin. Hier ist noch Stahl mit drin. Ich glaube, die Reaver Frames hatte ich hier drin, die sind aber schon verbraucht von mir, ne? Ich denke gerade mal leise. Was habe ich für Handschuhe an? Meine aktuellen bringen etwas mehr Ausdauer und etwas mehr Mobilität, 2%, aber weniger Haltbarkeit. Hitzeresistenz haben die etwas mehr. Dafür hat der hier etwas mehr, also die, haben die anderen etwas mehr Armor Rating. Und ich kann die halt modifizieren und Dings machen, also. Komm, hauen wir die weg. Da ich ja keine Repair Kits habe, da ich ja keine Military Fiber habe, ist das halt ein bisschen schwierig. So. Aber ich glaube, wir haben dann alles. Nee, da kommst du nicht rein. Ich sag, da kommst du nicht rein. Da kommen die Stahlpfeile noch zu, genau. Und die Repair Kits. Und ich habe hier eine Mine. Und ich habe hier
Ich habe hier ganz viel Forged Iron und da reichen drei und ich mache jetzt ein neues Messer und modifiziere das Ding und hole das da raus und brauche dann wieder mehr davon und hole mal hier so ein Knife. Ja, nein, hört dich als doppelt. Alles gut. Ich habe gerade noch ein bisschen, ich bin gerade ein bisschen albern. Das macht einfach nur Spaß, wenn man das so machen kann. Es ist einfach nur Spaß. So, hier hätte ich noch eine Alternative zu meinem Nachtsichtgerät, zu meinem Helm, zu meiner Brille halt, für das Nachtsichtgerät. Machen wir mal grün, lassen wir mal drin. Weil, ne, warte mal, die Farbe soll ich rausholen, ne? Modify, weil die Farben habe ich ja. Und ich kann jetzt hier auch noch eine Farbe reinpacken. Wo habe ich denn die Farben? Da, blau. Will ich ein blaues oder ein grünes? Bringt's was, wenn ich das jetzt hier raus? Tatsache, das bringt was. Dann machen wir doch mal eine grüne Wrench. Die gefällt mir besser. Und dann modifizieren wir das hier doch mal mit einem Pink-Ton und dieser Klinge. Sag mal, habe ich da nicht noch irgendwie einen Grip drin? Ja, ich habe da noch einen Grip drin. Naja, gut, Pink ist wann anders, ne? Pink ist anders. So, ja, noch ein paar Stahlbolzen. Tool and Die Set habe ich noch über. Haben wir noch irgendwo was? Tool and Die Set habe ich schon drin, ne? Ja, habe ich schon drin. Also eigentlich. Run, eigentlich hätte ich es direkt verkaufen können. Wäre eine bessere Idee gewesen. Weil benötige ich das noch irgendwo? Ja, Munition zur Craft. Vielleicht. Es kommt in die Ersatzkiste. Aber jetzt ganz ehrlich, ich hatte doch mal irgendwo schon so eine Challenge, ne? Wo habe ich die hingepackt? Ich bin mir eigentlich 100% sicher, dass ich schon mal so eine Challenge hatte. Da ist sie. Und wisst ihr was? Gib mir Z-Challenge. Nee. Hier. Vielleicht machen wir die gleich. Wie viel Zeit haben wir noch? 16.26 Uhr. Ich weiß nicht, wie weit die entfernt ist. Aber ich glaube, wir machen die jetzt. Vollgeladen, ist vollgeladen. Vielleicht nicht hier. Das Wasser ist nicht durchgelaufen. 4 Minuten brauchst du noch. Dann machen wir es mal so. Tausche ich jetzt aus. Schnell noch mal eben. Und dann mache ich jetzt diese Zombie-Challenge da vorne. Kann ich einfach nicht gegen. Muss ich einfach tun. Zu essen habe ich dabei. So, ich will jetzt die Challenge wissen. Wenn ich die jetzt lese, was passiert dann?
Survivor, crazy, killed some nurse zombies. Medium. Man sagt mir, ich muss dann zu einem speziellen Ort gehen und dort die Zombies töten, oder? Oder muss ich die jetzt wieder random auf der Map suchen? Wir gucken uns das morgen an in der nächsten Folge. Und dadurch, dass ich mich jetzt hier auch so ein bisschen getriggert habe, machen wir das wirklich in der nächsten Folge, nämlich in der... Dürfte ich da mal bitte eben raufhüpfen? Dankeschön. In der nächsten Aufnahmesession. Ich hatte die Zeit schon wieder gesehen und muss euch jetzt mal eben verlassen. Dementsprechend habt noch einen schönen Tag. Bis morgen zur nächsten Aufnahmesession. Und dann machen wir hier mal ein bisschen was, ne? Also, haut rein. Tschüssi.